Laute Musik, Partystimmung und Wählen gehen, was auf den ersten Blick nicht so richtig zusammenpasst, das versuchen die Veranstalter des Festivals Rock am Ring miteinander zu verbinden. Denn sie unterstützen die Kampagne des Europäischen Parlaments Use Your Vote, also nutze dein Wahlrecht. Damit die Stimmen der erwarteten 80.000 Besucherinnen und Besucher des Festivals bei der Wahl morgen nicht fehlen, wurde schon frühzeitig daran erinnert, vorab per Brief abzustimmen. In der Eifel wird wieder gerockt, 3 Tage lang. Im Vorfeld hatte der Veranstalter die Festivalbesucher zur Briefwahl aufgerufen, etwa über Social Media. Also als wir gemerkt haben, dass das aufeinanderfällt, haben wir gesagt, wir müssen auf jeden Fall tätig werden, im Sinne von, wir wissen, dass wir freuen uns sehr, dass alle heute hier sind, mit uns feiern, aber jede Stimme zählt und ohne ein gemeinsames oder vor allem demokratisches Europa würden auch Festival wie Rock am Ring nicht weiter existieren oder schlechter existieren. Auch viele Künstler haben sich am Wahlaufruf beteiligt, so wie die Band Guano Apes. Ja, ich glaube, die Leute vergessen leider zu oft, dass es wirklich ein Geschenk irgendwo ist. Also es, natürlich gibt es eine Politikverdrossenheit, das ist schon klar, gerade in schweren Zeiten, aber es ist trotzdem wirklich ein Geschenk, dass man wählen kann. Wie viele Rock am Ring-Besucher im Vorfeld ihr Kreuz gemacht haben, keiner weiß es. Aber laut Veranstalter war der Zuspruch positiv. Es war ganz gut, dass Rock am Ring noch mal erinnert hat, weil ich hatte das nicht mehr so auf dem Plan, dass das direkt auf den Sonntag fällt. Ich habe daheim schon Briefwahl gemacht. Das ist auf jeden Fall sinnvoll, weil es ja direkt zu den Wahlen stattfindet. Wählen ist, muss passieren. Man kann nicht wählen, das steht nicht zur Debatte. Erst wählen, dann rocken. Das war das Motto bei Rock am Ring in diesem Jahr. Und genau da vor Ort ist meine Kollegin Ute Spangenberger. Das EU-Parlament hat jetzt eben diese Kampagne gestartet, um für die Wahl zu sensibilisieren. Dazu wurden ja Partner ausgesucht. Warum passt denn Rock am Ring zu dieser Kampagne? Rock am Ring passt sehr gut zu dieser Kampagne, wir haben es im Beitrag schon gehört, weil eben hier 80.000 Menschen an diesem Wochenende sind und beim Zwillingsfestival, es gibt ja immer 2, Rock im Park in Nürnberg, sind auch nochmal zehntausende Menschen. Die können natürlich alle nicht wählen und außerdem sind ja auch sehr viele junge Menschen auf den Festivals. Und genau diese jungen Wähler hat diese EU-Kampagne des EU-Parlaments im Blick, da bei den vergangenen Wahlen die Wahlbeteiligung eher gering war bei den jüngeren Menschen. Und wir haben es vorhin im Programm gehört, man darf in Deutschland in diesem Jahr ab 16 wählen, insgesamt in 5 europäischen Ländern unter 18 darf man wählen und man hofft natürlich mit so einer Kampagne hier auf diesem Festival viele junge Menschen zu erreichen. Es gibt ja auch andere Partner, die diese Kampagne mittragen. Wer ist denn sonst noch dabei? Genau, es gibt viele sogenannte Multiplikatoren, die mitgemacht haben. Das sind Unternehmen, Bildungsträger beispielsweise, hat auch die Lufthansa mitgemacht und Flieger beklebt mit Yes to Europe. Viele Influencer haben mitgemacht, die sich wiederum auch an das junge Publikum gewandt haben. Man hat sogar versucht, die Fußballgemeinde mit einzubeziehen. Es gab Bandenwerbung beim DFB-Pokalfinale zwischen Kaiserslautern und Leverkusen. Und bei den letzten beiden Testspielen der Fußballnationalmannschaft gab es auch Bandenwerbung. Man versucht also, die Menschen auch so ein bisschen in ihrem Lebensalltag abzuholen. Und du hast ja auch mit den Menschen gesprochen. Wie ist dein Eindruck? Haben die meisten Festivalbesucher denn schon gewählt? Logischerweise habe ich nicht mit allen gesprochen, aber interessanterweise alle, mit denen wir Interviews gemacht haben, haben zumindest alle gesagt, wir finden diese Kampagne toll und haben gesagt, dass sie entweder wegen der Kampagne oder schon vorher gewählt haben. Und wir sind auch, als wir dem blauen ARD-Mikro, da sind wir immer als Tagesschau zu erkennen, hier durch die Menge gezogen sind, wurden wir ganz oft angetippt. Und die Leute haben gesagt, ihr seid ja bestimmt nicht wegen der Musik hier, sondern wegen der Europawahl. Wir haben gewählt und es ist super. Und bei den Headlinern, den Ärzten, die gestern Abend hier auf der Hauptbühne aufgetreten sind, sagte der Sänger wörtlich, ich bin so stolz auf euch, ihr habt alle Briefwahl gemacht, oder? Und die Menge hat gejubelt. Natürlich weiß ich nicht, warum sie gejubelt haben, aber ich glaube, so ein Stück weit ist ja schon so dieses Verständnis dafür da, jetzt zählt's, use your vote, nutzt eure Stimme, sonst wählen andere für euch. Ich habe auch so ein paar Plakate gesehen, also so ein ganz klein bisschen ein Statement wird hier schon gegeben. Soweit also Ute Spangenberger von Rock am Ring. Vielen Dank.